Neues Arbeitsoutfit, neue Motorräder. Wer uns auf Facebook und Instagram folgt, der hat es wahrscheinlich schon gesehen. Ja, Leder-Kombi-Einteiler ist angesagt für diese beiden wunderschönen Motorräder, wofür wir auf Gran Canaria sind. Ducati Hypermotard 59 und Hypermotard 59 SP. Das wird meine Testpremiere auf der Rennstrecke. Also ganz ehrlich, das Nervositätslevel, das steigt so langsam. Gruppe 1A ist gerade draußen. Grad griffiger Asphalt, guter Grip auf dem Super Corsa SP und ab dem zweiten Turn, da habe ich mich echt wohl gefühlt. Moment mal, ja, was sind das denn für Worte aus meinem Mund? Mal kein Schotter, keine Reise-Enduro und nicht auf irgendwelchen ACT-Tracks unterwegs oder was? Naja, manchmal lockt auch mich der Ruf nach etwas Neuem und ich muss sagen, dass ich vor meinem ersten ernsthaften Auftritt auf der Rennstrecke schon ziemlich aufgeregt war. Aber aufrechte Sitzposition, das volle Elektronikpaket, das hat mir relativ schnell das nötige Vertrauen gegeben. Und so ging es dann ziemlich zügig zur Sache. Ja, die Stufen der elektronischen Helfer mal nach und nach runtergeregelt und einfach nur mal testen, was die Maschine, aber vor allem, was auch ich unter den Top-Bedingungen hier kann. Das Resultat? Mega Spaß auf einem Bike mit einem Top-Handling. So muss sich moderner Fahrspaß anfühlen und auch anhören. Ja, die Kombination 17 Zoll kenne ich ja noch von meiner alten 625er SC Supermoto, damals aber noch komplett analog, also ein krasser Unterschied zu der vollen Hütte hier in der 59er Hypermotard SP. Fazit von der 59er SP auf der Strecke, ein absolut geiles Spaßgerät. Zeit also mal nach den technischen Daten zu schauen und auch mal die 59er Hypermotard in der Standardversion mit ins Spiel zu bringen. Die dritte Generation der Hypermotard kommt mit dem überarbeiteten 937 Kubik Tesla Stretter Zweizylinder mit 114 PS und 96 Newtonmeter Drehmoment. Ordentlich Druck, den gibt's ab ca. 3000 Umdrehungen, dann auch gleichmäßig bis nach oben. Drei Fahrmodi gibt's zur Auswahl, Sport, Touring und Urban. Im Touring-Modus mit voller Leistung, aber etwas sanfterer Gasannahme im Vergleich zum Sport-Modus und im Urban-Mode mit reduzierter Leistung auf 75 PS. Außerdem wird Ducati auch noch eine A2-Version mit 35 kW anbieten. Die Elektronik, ich habe eben schon kurz erwähnt, volle Hütte, Bosch Kurven ABS mit 3 Stufen, Ducati Traction Control Evo mit 8 Stufen, Ducati Wheelie Control auch mit 8 Stufen, alles von der internen 6-Achsen-Messeinheit mit Daten befeuert. Serienmäßig gibt es bei der 59er SP und optional bei der Standard 59er den Quickshifter mit Funktion zum Hoch- und Runterschalten. Fahrfertig, vollgetankt, stehen bei der SP 198 Kilogramm auf der Waage. 2 Kilo mehr sind es bei der Standardversion. Die Sitzhöhe beträgt 890 mm bei der SP, 870 mm bei der Standard. Der neu konstruierte Rahmen und die neue Sitzbank reduzieren allerdings das Schrittbogenmaß um 53 mm im Vergleich zur Vorgängerversion. Das bedeutet 1940 mm bei der Standardversion und 1980 mm bei der SP. Ja, beide Modelle passen für mich mit ca. 1,80 Körpergröße ganz gut. Die SP-Sitzbank ist dazu noch etwas durchgehender, was eine bessere Bewegungsfreiheit ermöglicht, also gerade für die Rennstrecke auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Beim Fahrwerk gönnt Ducati der SP-Version die voll einstellbare 48 mm Upside-Down-Gabel von Öhlins mit 185 mm Federweg vorne und ein voll einstellbares Federbein auch von Öhlins mit 175 mm Federweg hinten. Bei der Standardversion kommt vorne die 45 mm Upside-Down Aluminiumgabel von Marzocchi zum Einsatz, ebenfalls voll einstellbar mit 170 mm Federweg. Hinten das Sachs-Federbein mit verstellbarer Vorspannung und Zugstufe und 150 mm Federweg.
Auf beiden Versionen wird vorne mit 300 mm Doppelscheibe und Brembo-Ankern gebremst, hinten gibt es die 245 mm Scheibe. Als Bereifung gibt es bei der SP den Pirelli Diablo Super Corsa SP in der Version 3, auf der Standardversion den Pirelli Diablo Rosso 3. Die SP kommt zudem mit den Marquesini-Schmiederädern, dem Carbon-Kotflügel und der Carbon-Riemenabdeckung. Tankinhalt bei beiden Versionen ist 14,5 Liter, die Serviceintervalle betragen 12 Monate oder 15.000 Kilometer. Bei 30.000 Kilometern steht der Desmo-Service an, der Zahnriemenwechsel ist ebenfalls alle 30.000 Kilometer oder alle 5 Jahre fällig. Auf geht's auf die Straße. Spaßige Tour ist angesagt, quasi das Kontrastprogramm zur Rennstrecke. Jetzt unterwegs auf der Hypermotard 59, auf der Standardversion. Ja, und die 20 mm Sitzhöhe weniger, das merkt man direkt beim Aufsteigen. Dann bin ich mal sehr gespannt, was uns jetzt erwartet hier. Einfach mal den Nachmittag jetzt ausklingen lassen hier. Also das ist doch mal eine Gegend, wo auch ihr, liebe Stammzuschauer von Motorradreisen TV, feuchte Augen kriegen werdet. Gran Canaria. Ist doch super hier. Also ich finde, dass die sportlichen Gene der 59er Hypermotor in Anlehnung an die Supermoto-Eigenschaften auf der Rennstrecke auch auf der Landstraße echt gut zur Geltung kommen. Die hohe und aufrechte Sitzposition gibt eine richtig gute Kontrolle über das Motorrad und auch der Komfort auf Touren wie dieser, der passt. Für mich steht also die neue Hypermotard 59 für modernen Fahrspaß mit sehr gut ausgewählten Komponenten, einem agilen Handling, einem wirklich astreinen Motor und einer schönen Optik. Damit muss man sich auf der Fahrt zur Arbeit, auf der Landstraße und auch auf der Rennstrecke also keinesfalls verstecken. In meinen Augen ist die Hypermotard genau das richtige Motorrad, um sich mal was Anständiges zu gönnen. Immerhin bewegen wir uns hier mit dem Motorrad im Premium-Segment, optisch von der Ausstattung und der Verarbeitung. 12.490 Euro stehen für die Standardvariante an, 16.390 Euro für die 2 Kilogramm leichtere SP mit dem Ölins-Fahrwerk, den Carbon-Teilen, dem Quickshifter, dem zweifarbigen Design und den Marquesini-Schmiederädern. Ja, bei der Preisdifferenz überlegt man sicherlich genau, für welche Variante man sich entscheidet und wirft am besten auch mal einen Blick ins Zubehörprogramm. Ich habe für mich das Fazit gezogen, dass ich eher zur Standardvariante greifen und die Differenz von fast 4.000 Euro in den Quickshifter, einen Satz Sturzpads und den Rest in Rennstreckentrainings investieren würde. Denn das hat mir an der Hypermotard 59 am besten gefallen. Ein agiles Straßenmotorrad mit Supermoto-Gen und dem Potenzial, selbst mich aus dem Gelände auf die Rennstrecke zu locken. Also Fremdgehen mit der schönen Italienerin, das lohnt sich. Ja, das war unser Test von der neuen Ducati Hypermotard 59 und 59 SP. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es mal keine Reiseinfos waren. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, vergesst nicht aufs Glöckchen zu drücken, dann bekommt ihr alle Infos, wenn es von uns neue Videos gibt. Ich bin mal gespannt, was wir dieses Jahr noch so alles fahren werden und ich sag mal bis dahin alles Gute und stets gute Fahrt, euer Stefan.